Hallo Leute, willkommen zurück auf dem BKM Mannesmann Channel. Heute nehme ich euch auf einer Baustelle mit zu einem Doppelcarport. Das ist eine Holzkonstruktion, die wurde mal mit Bitumen abgedichtet. Das ist dann undicht geworden und dann wurde mehrere Male versucht, nachträglich das Dach abzudichten. Diese Versuche sind leider gescheitert. Dieses Problem werden wir mit der BKM Flex-Beschichtung beheben. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass das Dach von der Doppelgarage durchfeuchtet ist? Bei den Bitumenbahnen ist halt das Problem, es ist ein veraltetes System. Es ist sehr fehleranfällig bei der Verarbeitung schon und es wird mit der Zeit auch brüchig und dadurch kann Wasser dann eindringen. Wir bieten jetzt ein modernes Verfahren an mit der BKM Flex-Beschichtung, womit wir diese Risse und porösen Stellen überarbeiten können und das komplette Dach neu abdichten. Chris, erklär uns doch mal, wie die BKM Flex-Beschichtung verarbeitet wird. Also zuerst fegen wir einmal das Dach ab, wo dann jegliches Moos oder Untergründe, die da einfach frei drauf rumliegen, entfernt werden. Zum Schluss können wir dann die Dachfläche noch einmal absaugen, damit wirklich alle Untergründe einfach sauber sind. Im zweiten Schritt wird dann die BKM Flexbeschichtung einmal aufgetragen und dort wird das Vlies eingearbeitet. Das muss dann 2 Stunden trocknen und nach 2 Stunden kann man dann die zweite Lage auf das Vlies auftragen mit einem Quast, mit einer Rolle, das ist völlig egal. Kleiner Tipp für die Selbstanwender, macht es am besten früh morgens oder in der Dämmerung, weil in der Mittagshitze kann es zu einer Blasenbildung kommen. Welche Vorteile hat die BKM Flex-Beschichtung denn im Vergleich zu einer Bitumenabdichtung? Das Problem bei Bitumen ist einfach, es wird brüchig und es ist sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Wohingegen die BKM FB eine flexible Kunstharzbeschichtung ist, die rissüberbrückend ist, einfach zu verarbeiten und das Dach bleibt trocken. Also Chris, du hast uns ja jetzt gesagt, dass das Produkt kinderleicht zu verarbeiten ist. Heißt also, ihr könnt das natürlich selber machen. Selbstverständlich habt ihr aber auch die Option, einen BKM-zertifizierten Fachbetrieb zu beauftragen. Lasst uns doch ein Abo da und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn ich euch mitnehme auf die nächste Baustelle.